Servus zusammen, wir haben Mittwoch, den 12. Oktober und ich fange heute ein bisschen früher an. Wir haben 17.22 Uhr. Das hat den Hintergrund, dass um 18 Uhr macht der Simon Betschinger ein Webinar über die neuen Tools von TraderFox und um 19 Uhr die Karin Roller. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe sie neulich mal vorgestellt, wenn es darum geht, um Fibonaccis. Und sie macht heute Abend auch über Active Trades ein Webinar bei Fibonacci. Ich bin mir sehr sicher, dass beide Webinare irgendwo aufgezeichnet werden, dass ihr die sehen könnt, sei das auf YouTube oder sei das halt auf den Seiten von TraderFox oder von Active Trades. Ja, deswegen fange ich ein bisschen früher an. Ich will mir die beide anschauen, finde ich hochinteressant. Ich gucke mir gerne Webinare an. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, der eine andere von euch kennt die Capital Markets Academy der Deutschen Börse. Ich habe da seit 2010, ich glaube, rund 30 Webinare gehalten. Also Seminare anfangs und dann durch Corona Webinare. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Das waren zwar viele Leute, die dann hinter dem Bildschirm saßen, aber ich habe keinen einzigen gesehen und habe also praktisch 5 Stunden lang auf meinem Bildschirm geschaut. Das ist nicht mein Ding. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Deswegen habe ich im Dezember aufgehört. Ja, und die wird zugemacht. Das finde ich wahnsinnig traurig. Das ist echt eine Institution. Und die wird zugemacht, das habe ich heute erst erfahren, stand wohl auch schon letzte Woche in der Börsenzeitung. Finde ich sehr, sehr schade. Das war eine echte Institution, da bekam man viel Wissen für relativ wenig Geld. Und tja, jetzt machen sie die zu. Das ist schon echt traurig. Aber gut, ich bin mehr eine Rampensau und in dem Zusammenhang, das sei jetzt schon mal erwähnt, am 12.11. ist der Börsentag in Hamburg. Das ist eines der schönsten Gebäude, was ich kenne, wo so ein Börsentag drin stattfindet. Ich glaube sogar, es ist das Schönste. Und da halte ich 2 Vorträge, da geht es um diesen 5-Punkte-Plan, bin aber dann hinterher auf dem Stand von Active Trades und mache dann eine Wunschanalyse für euch, die ihr da hinkommt. Würde mich freuen, wenn der eine andere kommt. Ich habe mir bewusst kleinere Räume gemacht oder geben lassen. Ich will nicht so einen 300-Mann-Raum haben, weil ich möchte auch dann ganz gerne auf Fragen eingehen, die dann da wohl gestellt werden. So, jetzt kommen wir mal hierzu. Wir haben jede Menge Quartalszahlen, die uns begleiten werden in den nächsten Wochen. In Deutschland, mal schauen, muss ich mal so rüber machen, geht es los. Das ist die deutsche Börse AG, das ist nächste Woche Mittwoch. In dem Zusammenhang. Die Zuschauertribüne hat meines Wissens nach auf. Müsst ihr mal anrufen, aber ich glaube, die hat auf. Jetzt endlich, nach langer, langer Zeit. Da werdet ihr einen Vortrag hören, wie die Bilanz der deutschen Börse zustande kommt, respektive woher die ihr Geld verdient. Ich muss immer wieder ein bisschen schmunzeln, wenn ich lese, oh, der DAX hat wahnsinnige Volatilität, die Umsätze steigen, die Börse profitiert davon. Die Börse profitiert natürlich davon, allerdings noch viel, viel weniger, als man das wahrhaben will. Das ist nicht das Geschäftsmodell der Börse. Das Geschäftsmodell ist das Verkaufen von Lizenzen. Die Umsätze auf Xetra oder der Gewinn, der durch Xetra gemacht wird, das sind lediglich 6%. Also deswegen würde ich die deutsche Börse nicht kaufen, mal ganz ehrlich. Es gibt auch jede Menge Zahlen in Amerika, da müsst ihr mal in eure Kalender reingehen. Das ist also jetzt ziemlich heftig, was da alles kommt. Und da kommt jeden Tag irgendwie was. Dann, bevor ich zum DAX gehe, hier nochmal. Das ist der VDAX New per heute. Der ist bei fast 32, soll sagen, unterstellt eine Tagesschwankung von 2%. Das ist viel. Wenn ihr das hier seht, wir sind jetzt also hier, sind die 32. Ja, da gibt es nicht viele Momente, in denen er größer ist. Klar gibt es diese Ausreißer, überhaupt keine Frage. Aber das Mittel liegt irgendwo so in diesem Jahr, so zwischen 23 und 24. Das sage ich deshalb, weil mich immer wieder Leute fragen, wann Optionsscheine nehmen. Also eine Volatilität in einem normalen Optionsschein mit einer Basis von 32 ist für mich nicht mehr interessant zu kaufen, weder als Call noch als Put. Ein Beispiel, gerade jetzt eine halbe Stunde an, ein 10.000er Put auf den DAX mit Laufzeit bis 30.12. diesen Jahres, also noch 2,5 Monate, steht bei sage und schreibe 1,10. Das ist viel. Wenn die Volatilität steigt, steigen die Prämien, das VEGA, also vielmehr die Volatilität, das VEGA steigt, dadurch steigen die Prämien. Dadurch steigt aber auch der Zeitwertverfall, der tägliche, das Theta der Optionen. Und wenn das dann mal eine Woche, ihr kauft jetzt so ein Ding und da passiert eine Woche nicht viel und die Vola geht runter, sagen wir mal auf 25, verliert ihr nicht nur an der Volatilität, sondern auch noch am Zeitwertverfall und dann ist diese Option nicht mehr bei 1,10, sondern ist sie vielleicht bei 80 Cent.
Dann habe ich nachgeschaut, ein 9000er, also nochmal 1000 Punkte tiefer, Put, auch auf Ende Dezember, liegt sogar bei 60 Cent. Das ist ein Haufen Holz. Also was würde ich niemals kaufen. Deswegen für mich sind die Optionsscheine momentan ziemlich uninteressant. Würde ich nicht machen. Sehe ich keinen Sinn drin. Selbst wenn ihr richtig liegt mit der Meinung und wir würden innerhalb von 4 Wochen 1000 Punkte verlieren, werden sich diese Optionen nicht nennenswert ändern. Das ist dann immer der Frust. Da sind die K.O.-Scheine wesentlich besser. So, und jetzt mal zum Markt. Das ist der DAX, so wie ihr ihn kennt. Das ist das Gap vom 2.11.2020 bei 11.788, hier diese blaue Linie. Wir sind nicht, fangen wir mit der Technik an, von der Stochastik her völlig neutral. Und das MACD, da kann man auch keinen Kuchen mit gewinnen. Das ist gar nichts hier. Wir hatten ja diesen Abpraller dreifach von der 20-Tage-Linie und handeln jetzt hier momentan bei 12.187. Was man hier nicht so gut sehen kann, ist, jetzt gehe ich mal auf den 10-Minuten-Chart, ist dieser Bereich hier um die 12.100. Der ist einmal, zweimal, dreimal, viermal gesehen worden. Der ist wichtig und das sieht man im Tageschart nicht so sehr. Ihr seht hier, die Geschwindigkeit ist enorm. Deswegen kann ich nur den Hinweis geben, vergesst den Tageschart, vergesst den 4 Stunden, vergesst den Stundenchart. In solch schnellen Märkten müsst ihr den 5-Minuten-Chart vielleicht zählen noch und auch gerne nochmal die 15 Minuten. Alles drüber ist zu langsam. Dann bekommt ihr ein Signal, dann ist der schon hier oben und da habt ihr nicht mehr viel von, weil das Verkaufssignal, das kriegt er dann irgendwann hier. Aber wenn ihr das jetzt mal hier schaut, also wie gesagt, das ist jetzt ein 10-Minuten-Chart. Ich nehme jetzt einfach mal, guckt bitte hier unten auf die Linie. Ich gucke jetzt mal hier drauf. Hier entsteht das Verkaufssignal. Das ist hier. Volltreffer. Hier, nochmal, guckt hier unten hin, ja, auf diese Linie, die sich da zeigt. Hier, Kaufsignal, Volltreffer, Verkaufssignal, nicht so gut, kam erst später, hat ein bisschen gebraucht. Hier auch wieder, Kaufsignal, auch nach oben, Verkaufssignal, das ist dann hier, da erwischt, ja, mit dem 10-Minuten-Chart. Dann gehen wir hier, Kaufsignal, hier, hat auch geklappt. Und hier dann auch nochmal, aber nicht so prickelnd. Das ist keine 100% Trefferquote, wir hatten hier also auch so ein bisschen Kladderadatsch. Aber es ist schon eine erstaunliche Hilfe. Also geht weg von den 4 Stunden und 1 Stunde in solch schnellen Märkten, die wirklich, also da ist nichts mit, Schatz, ich gehe mal 1 Stunde mit dem Hund raus, sondern das ist, Schatz, kannst du mal bitte mit dem Hund gehen. So funktioniert das momentan, so muss man das sagen. Gut, ich gehe mal trotzdem nochmal zurück auf den Tag. Jetzt haben wir gleich auch den Schluss hier. Wo ist der Tag? Also wir sind hier, wir haben hier den Downtrend, der liegt jetzt bei 13.364, den kann man momentan mal vergessen. Wir haben diese wichtige Unterstützung 12.100, gefolgt hier von 11.865. Also hier ist wirklich alles neutral. Wir sind nach wie vor nachrichtenabhängig und die werden so oder so übertrieben nach oben oder unten. Wir warten auf die Fed. Der Markt hat kein Eigenleben. Das Volumen ist nicht irgendwie besonders toll, muss ich sagen. Ja. Vor dem Hintergrund ist das ein Markt für Trader, wie eben gezeigt im 10-Minuten-Chart, und es ist keiner für Endanleger. Da gibt es noch nichts. Es gibt Werte, die saufen einfach weiter ab. So eine Adidas zum Beispiel, die will kein Mensch mehr haben. Oder Vonovia, jetzt auch unter 20. Ja. Da will keiner mehr irgendwie dabei sein. Ich war super überrascht von den Zahlen von Louis Vuitton heute. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie da so einen Hammer raushauen. Bei den insgesamt doch auch weggebrochenen Märkten für die, also spektakulär, muss ich schon sagen. Ja. Der DAX wird für mich erst wieder positiv, wenn wir über die 12.670 gehen und schließen, wenigstens mit einer Stundenkerze, mindestens mit einer Stundenkerze. Und er wird weiter negativ unter der 11.859. Ich bleibe bei meinen Spielereien in den Einzelwerten, wenn, was ich neulich schon gesagt hatte, so Deutsche Bank, Commerzbank, Lufthansa, E.ON und so Zeug, wenn die mal fallen, dann sammle ich was ein und wenn sie dann 30, 40, 50, 60 Cent höher sind, dann gebe ich es auch wieder. Mir fällt hier momentan nichts anderes ein. Ich bin im DAX so gut wie gar nicht dabei. Ich habe euch trotzdem ein paar Scheine mitgebracht und der Call, da gibt es bestimmt einen Aufstöhnen. Und zwar ist das ein 11.781er. Da sind wir hier. Genau da, unterm Band. Und noch hier unten drunter. Das ist ein 27er Hebel. Nochmal, ich wähle so eine Option, weil ich nicht weiß, was morgen früh, wenn ich aufstehe, passiert ist, irgendwo in der Ukraine oder sonst wo auf der Welt. Und wir dann vielleicht 1000 Punkte runtergehen, dann möchte ich nicht zu viel verlieren. Dennoch möchte ich auch weit genug wächst sein, dass ich so ein Ding noch stoppen kann, zum Beispiel, wenn wir unter die 12.100 gehen.
11.781, 27er Hebel. Das ist die KF97AB. Der Put ist auch der gleiche wie in den letzten Tagen, 12.928. Der verliert halt hier so ein bisschen. Der war schon bei 12.940. 12.928 liegt hinter dem oberen Band, hat einen relativ bequemen 17er Hebel und ist die KG7M92. Also ich bleibe bei dem Aussitz, bei dem der Aussage, eine Seitenlinie ist auch mal eine Position. Mir drängt sich hier für den Index selbst nichts auf. Und außer, dass man ihn traden kann während des Tages, aber das Ding ist glitschig wie ein Aal. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.